Also der Makrotheoretische Ansatz geht davon aus, dass sich der Übergang in moderne Gesellschaften nicht nur als ein Übergang industrieller Revolution eingerechnet in neue Regime der technischen Bearbeitung der Natur oder auch der technischen Bearbeitung von Kommunikationsproblemen auszeichnet, sondern durch einen bestimmten Zug der Differenzierung. Ein Stichwort wäre die funktionale Differenzierung. Wir können auch von der Differenzierung ganz unterschiedlicher Formen der Kommunikation sprechen. Also während etwa ähm, auch für alte Gesellschaften, aber auch noch in Gegenwartsgesellschaften, alltagsnahe oder lebensformnahe Praktiken auf eine bestimmte Weise koordiniert sind, durch Routinehandeln, durch habitualisiertes Hintergrundwissen, sind organisationale oder gar systemische Kontexte dadurch ausgezeichnet, dass in ihnen ein Ausschnitt des kulturellen Wissens, nämlich der formalisierte, der digitalisierte, der kodierte Ausschnitt federführend sind. innovation im Sinne der technologischen Innovation ist ein Sonderfall oder ein Spezialfall der Umstellung von Praktiken, aber auch von organisierten und systemisch kodierten Kommunikationsformen deshalb, weil Innovation einerseits ein, eine Untergruppe, eine Untergattung von Variation überhaupt ist. Variation gibt es aber immer. Das wäre der Gesichtspunkt des, des Pragmatismus. Jede ha Art von Handlungssituation variiert die Voraussetzungen, mit denen die Handlungssituation angefangen hat, ob jetzt im lebenspraktischen, alltäglichen oder im organisationalen Kontext. Dass Variationen gesellschaftsweit zur Einführung neuer technologischer Regime beispielsweise führt, macht also erforderlich, dass Variationen auf dieser Ebene oder auf Ebenen organisationalen Handelns über die Grenzen der Organisation oder eines Lebensbereiches hinaus gesellschaftsweit selektiert ausgewählt werden, aus anderen Alternativen neuer Problemlösungen ausgewählt werden und dann stabilisiert werden. Das ist nicht ohne Grund ein evolutionstheoretisches Vokabular. Also Variation, Selektion, Stabilisierung, vor allem technologisch, also am materiellen Register andockender Problemlösungen. Weil, und jetzt komme ich auf die Treiberfrage endlich. Weil natürlich in einer gewissen alltagsweltlichen Vorstellung technische Innovationen Urheber haben, Erfinder haben, Entrepreneure haben, die es dann umsetzen, vielleicht kreative bestimmten Professionen zugerechnet werden können. Aus der Makroperspektive wird deutlich, dass erst ein Differenzierungsarrangement es möglich macht, dass eigentlich unwahrscheinliche Umstellungen der Praxis überhaupt Form und Impact erhalten. Dazu ist es erforderlich, also äh, Variationen in bestimmten abgrenzbaren Kontexten zu generalisieren und dann in ein anderes Format zu übertragen, beispielsweise in ein Format, das aus dem Sinnhorizont des Labors, des Entdeckers, des Handwerkes oder auch des, des äh, probierenden Landwirts oder auch des herumprokelnden äh, Reparateurs von älterer Technologie, aus diesem Kontext heraus über bestimmte und jetzt komme ich zu den Treibern, bestimmte eigentlich übersubjektive also nicht mehr auf einzelne Personen zuzurechnende gesellschaftliche Kontexte quasi in Regie genommen werden. Es ist also eine gewisse Ambivalenz in der technologischen Innovation, die darin besteht, dass im Grunde genommen dieselben Verhältnisse, die etwa in modernen Gesellschaften möglich machen, dass kreative neue Problemlösungen in Technologien umgesetzt werden, die also doppelt generalisieren, generalisieren also eine einmal. Geschaffene Lösung oder eine einmal vorgenommene Variation, um sie wiederholt einsetzen zu können, und fügen das Technologie im Rahmen der Produktion von Gerätschaften sozusagen in eine standardisierte Fassung, dass Instrumente, die, die entwickelt werden können, dann maßenhaft produziert und zum Beispiel auf dem Markt umgesetzt werden. Die Differenzierung, die dieses Arrangement möglich macht, ist zugleich allerdings eine Bremse dieser Variation aus folgendem Grund. Die Pragmatistisch geerdete Differenzierungstheorie stellt gegenüber älteren Vorstellungen von Modernisierung in den Vordergrund, dass äh, Differenzierung bedeutet, dass Sinngrenzen in die Gesellschaft eingewandert sind. Das heißt, in lebenspraktischen, milieuartigen Horizonten bedeuten Handlungen, Ereignisse, Personen etwas ganz anderes auf andere Art als etwa im organisationalen Zugriff oder etwa im systemischen Zugriff. Sehr deutlich, wenn man lebenspraktische, nachbarschaftliche intime Verhältnisse vergleicht mit wirtschaftlicher Kommunikation. Für die Innovation bedeutet das, dass die Bedeutung der, 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 Problem, der Problemlösung wegen der Problemwahrnehmung eine andere wird. Es muss übersetzt werden. Also Innovation heißt gesellschaftsweit etablierte Übersetzung einer aus einem kleinen Kontext stammenden Variation, die dann problemlösend ist. Und weil diese Übersetzung einen Be Bruch an Bedeutung impliziert, weil diese Übersetzung etwa an Materialen, Gerätschaften, an ihren Verwendungsweisen äh, festgesetzt ist, weil diese Übersetzung, also die Implementation der Innovation ähm, in neuen Kontexten Nebenfolgen hat, die nicht absehbar waren, muss man uns besonders unterstreichen, dass technologische Problemlösungen auf Dauer gestellt ähm, eine selektive explikation eine selektive formalisierung von ursprünglich eingebetteten also vieldeutigen verwendungsvariablen äh, kreativen problemlösungen sind also sie Grenzen die Verwendungsweisen ein und sie äh, haben darüber hinaus streuende Nebenwirkungen, die keiner von den Erfindern absehen konnte. Also die Treiber sind in einer Perspektive diejenigen, die eine Idee haben, die zu einer Lösung kommen, aber antreibend, etwa im Wechsel von vormodernen zu modernen Gesellschaften, ist dieses institutionelle Arrangement, wo es möglich wird, eine im kleinen Kontext gefundene Problemlösung zu generalisieren und jetzt zum Beispiel marktförmig zu machen, politisch zu unterstützen. Es wird so sein, ja, dass in, vor allem wieder in Anwendungskontexten, also wenn eine Technologie eingeführt worden ist, wenn sich ganze Gesellschaften auf den Verbrennungsmotor mit allen Weiterungen eingestellt haben, dass die Nebenfolgen ex post wahrgenommen werden und darauf dann wieder mit innovativem Geist reagiert wird. Es wird versucht, neue Lösungen für neue Probleme zu finden, die durch die alten Problemlösungen angestoßen wurden. Aber der technologische Wandel selber ist gewissermaßen nicht der Treiber, sondern man müsste sagen, es ist die Veränderung des gesellschaftlichen Resonanzhorizontes, der es möglich macht, auf technologischen Wandel in dieser äh, strukturbildenden Weise überhaupt zu reagieren. Wenn man äh, die den Konservativismus der Lebenswelt, der praktischen Routine einrechnet, aber auch die Neigung zur Erstarrung von institutionellen Regimen. Ja, also ein, ein technologisches Regime hat sich bewährt, wird äh, weiterverfolgt, ist vernetzt über verschiedene Sinngrenzen in der Gesellschaft hinweg, nehmen wir. Für den Verbrennungsmotor, das Auto, das Auto also die, die das, das riesengroße Regime der Verarbeitung fossiler Brennstoffe. Es werden Probleme gelöst, es werden immer neue Lösungen geschaffen, es werden die Extra technischen oder extra ökonomischen Voraussetzungen geschafft, also zum Beispiel ein Konsumentenbedürfnis, also zum Beispiel politisch wird äh, die Bereitschaft, ein Auto zu benutzen, durch, dadurch zumindest verstärkt oder befördert, dass Straßen gebaut werden, ganz simpel gesprochen. Also wenn man, wenn, wenn man diese, diese, den Konservativismus, einen gewissen, wenn man so will, praktisch natürlichen Konservativismus von Formen der Lebensführung auf der einen Seite, und die Erstarrung von institutionellen Arrangements, die, wenn sie mal funktionieren, quasi ein gewisses Maß an Irreversibilität mit sich führen, einrechnet, dann ist der Haupttreiber der Innovation die Krise. Das ist quasi das, das Erschüttern und das Scheitern von, von Arrangements. Und es ist vor allem die Wahrnehmung von Nebenfolgen, die ex ante nicht sichtbar waren. Man kann jetzt aus der langfristigen historischen Perspektive unter Umständen Regime unterscheiden, während also zum Beispiel vor der Industriellen Revolution, aber auch noch in ihrem, in ihrem Zeitrahmen, also im 18. Jahrhundert, ausgehend von den wissenschaftlichen Innovationen des 16. und 17. Jahrhunderts, eigentlich die Politik, das politische System, der Treiber war, wenn man so will, die Implementation von neuen Problemlösungen technologischer Art in Regie genommen hat, man möchte beinahe sagen, aufgezwungen und durchgesetzt hat, durchhaben konnte. Klammer auf, wobei hier vor allem der Krieg und die Kriegstechnologie eigentlich das treibende, ereignishafte Moment ist hinter dem technologischen Wandel. Während dies also vielleicht für die frühe Phase oder die Anlaufphase der Moderne äh, typisch oder markant oder charakteristisch genannt werden kann, ist in einer späteren Phase, spätestens mit der Nachkriegsordnung, beim Durchbrechen eines weltweiten kapitalistischen Wirtschaftssystems, natürlich die Wirtschaft federführend, federführender Treiber für die Verbreitung und für die Implementation aus verschiedenen Gründen und mit verschiedenen Nebenfolgen. Der dominante Faktor für die Institutionalisierung des Interesses an technologischem Wandel, also auch der Steigerung der Wahrscheinlichkeit, dass technologischer Wandel stattfindet und dass er auch etabliert wird, ist natürlich die Wirtschaft, die äh, ein, gegenüber den Problemen, die die Technologie eigentlich lösen soll, erstmal externes Interesse hat. Ein verselbstständiges Interesse an der Innovation, die aus der Perspektive der Kommunikationsform der Wirtschaft, der Marktvergesellschaftung eher ein Interesse an der Expansion von Märkten, an der Steigerung der Dividende, also eine spezifische ökonomische Innovation. Äh, im Vordergrund eigentlich äh, hat. Das heißt, selbst die, 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 der ähm, wahrscheinlich mit gutem Gewissen, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen geäußerte Anspruch, dass die Wirtschaft dazu beiträgt, das Allokationsproblem zu lösen und deswegen eigentlich, äh, ja, im Sinne der Wohlfahrtsmaximierung einen Dienst leistet am Rest der Gesellschaft, indem sie technologischen Wandel marktförmig macht und somit quasi an den Mann und an die Frau zu bringen hilft. Dieser, äh, dieser Anspruch eigentlich Bedürfnisse, die von woanders kommen, wenn man so will, aus dem Alltag, aus der Lebenswelt zu erfüllen, der ja für die Legitimation von Marktstrategien eine große Rolle spielt. Dieser Anspruch muss natürlich gegengerechnet werden, gegen das Faktum, dass die Kriterien der, der Effizienzbewertung, die monetarisierten, rückaufgedrückt werden, also quasi mittransportiert werden mit den Technologien. Wir kennen das aus der alten Kulturindustrie-These, etwa der kritischen Theorie, ja, dass die Kulturindustrie und andere Formen der kapitalisierten Bedürfnisbefriedigung sich darauf herausreden, Bedürfnisse zu befriedigen, Wünsche zu erfüllen, Problemlösungen bereitzustellen, die von unten vom, vom Konsumenten kommen, die aber über Lichte besehen, im Grunde genommen über das Medium. Der, der, der monetarisierten Kommunikation eigentlich erst geschaffen werden. Ja? Also man schafft dieses Bedürfnis. Und damit ist bei dem technologischen Wandel vielleicht auch noch ein Treiber anonymer Art identifiziert, der da lauten könnte, Verselbstständigung. Die Verselbstständigung des Wertes der Innovation, die Verselbstständigung des Wertes der Effizienzsteigerung, hinter denen natürlich öko spezifisch ökonomische ähm, Innovations Formatierungen stecken, also zum Beispiel Markterschließung, Dividendensteigerung. Ja, die Durchsetzung äh, fällt natürlich jetzt äh, wieder in die Hand der, der, also der größeren Systeme, äh, die in der Lage sind, äh, ja, die finanziellen, die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, wenn man so will, Programme aufzulegen, die genug Spielraum lassen für äh, innovatives Handeln in abgegrenzten, dafür vorgesehenen Slots, möchte man sagen, der, der, der Interakt von, von Interaktionsrahmen. Die Akteure sind natürlich ressourcenstarke Großorganisationen. Beispiel dafür ist ja die, empirisch betrachtet, die, der soziale Wandel von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Man sieht auch, dass das Arrangement zwischen Universitäten, also auch Öffentlich geforderten, das ist im angelsächsischen Bereich schon lange eher eine Privatsache, aber öffentlich geforderten, auch im angelsächsischen Bereich eher aus der unmittelbaren Marktanbindung entlassenen Bildungs- und Forschungsinstitutionen, also Universitäten, das Verhältnis zwischen Universitäten und zum Beispiel Marktförmigkeit ökonomisch tragenden Organisationen ein gewandeltes ist. Also viele Forschungs- und Entwicklungsabteilungen wandern direkt in die Unternehmen, viele äh, Auftragsforschung, die noch in den Universitäten stattfindet, lässt sich deuten als ein Teil von unternehmerischer Innovationspolitik, möchte man sagen. Also hat sich ähm, das Arrangement zwischen sehr entkoppelter wissenschaftlicher und auch technikwissenschaftlicher Forschung auf der einen Seite, dann gibt es ja klassischerweise, gab es quasi den Praktiker, die Praktikerin, die Handwerkerin, die mit Maschinerien umgeht und vielleicht auf eine tolle Idee kommt. Also das, und dann gab es eben drittens quasi den Unternehmer, die Organisation, die etwas zur Serienfertigung ähm, bereitstellt oder die Bedingungen für die Serienfertigung bereitstellt, schon immer mit äh, Kalkulation der Marktgängigkeit dessen, was dabei rauskommt und dann noch den politischen Akteur, also quasi Regierungen bzw. bestimmte administrative Unterabteilungen, die äh, Wissenschaftstechnik und sonstige Förderungen natürlich implementiert haben, also immer mit so einer ambivalenten Orientierung, einerseits nutzenorientiert, andererseits im Bewusstsein, dass man nicht vorher schon wissen kann, welche technologischen Verfahren oder welche Grundprinzipien, technologischer Gerätschaften, welche Effekte haben werden, ja, also die also der Freiheit der Forschung durchaus einen Raum lassen mussten. Dieses Arrangement scheint sich einerseits verdichtet zu haben, ja, also ist die Grenzen scheinen überschritten zu sein, aber es ist nicht unbedingt so, dass die Grenzen tatsächlich überschritten sind, weil es bleibt quasi in der Perspektive der Wissenschaften eine Wahrheitsfrage, ob ein Verfahren funktioniert oder nicht, ob es den Naturgesetzen entspricht, ob es es bleibt auch eine, wenn man so will einem anderen Rationalitätskriterium unterworfen, Frage, ob man eine Technologie wirklich generalisieren, ja, serienmäßig in die Welt setzen kann. Und es bleibt wiederum eine andere Rationalität, ob das politisch gewünscht ist, ob die damit verbundenen Nebenfolgen, nehmen wir zum Beispiel Gentechnologie, Biotechnologie, also will man eigentlich das, was die Stammzellenforschung machen kann, auch wirklich haben. Also, wir können die Differenzen schon noch erkennen. Wir sehen aber, dass unter Umständen nicht eine Verschmelzung dieser Akteure oder dieser Teilbereiche äh, zu konstatieren ist, aber vielleicht eine andere Gewichtung, eine andere Ungleichverteilung von Autonomiechancen und Selbstregulationschancen. Das ist, unter dem Stichwort der Subjektivierung der Arbeit die Möglichkeit, die Möglichkeit, also die klassischen, den klassischen Verpflichtungscharakter oder Zwangscharakter der, der beschäftigten Lohnarbeit zu verwandeln, in, wenn man so will, eine wertschöpfungskettenkompatible kompatible Form der Selbstverwirklichung, wenn man denn die entsprechende Ausstattung und Persönlichkeitsstruktur mitbringt. Nun wissen wir natürlich auch, dass das nebenfolgen, also zum Beispiel, die, die unwidersprochene Durchsetzbarkeit der Maxime der permanenten Erreichbarkeit durchaus Nebenfolgen für die intimen und persönlichen Selbstverhältnisse haben kann, also zu so einer Umstellung des Verhältnisses zwischen Arbeitsengagement, Arbeitstätigkeit, Arbeitsroutine auf der einen Seite und Privatleben, äh, Reproduktionstätigkeiten oder Intimität auf der anderen Seite haben kann. Ich bin immer erreichbar, ich bin immer an meinem... Äh, Personal Computer oder mittlerweile am Tablet und ich äh, bearbeite ständig die E-Mails, die erforderlich sind. Manche können das mögen, andere nicht. Was hier also hineinkommt mit Bezug auf die Arbeitswelt, deswegen sage ich, das kann man nicht in einem Zuge beantworten, ist erstens eine verschärfte und zweitens eine andere Form von sozialer Ungleichheit. Selbstverständlich ist die, ist die, ist die Gleichung, dass ähm, kommunikationstechnologisch ermöglichte neue versöhnungen zwischen subjektiven anforderungen an die arbeit als einer selbstwirksamen tätigkeit auf der einen seite und wertschöpfungsketten äh, relevante funktionalität auf der anderen seite sind nur was für ein besonderes segment der arbeitswelt ist nur ganz für ganz bestimmte tätigkeiten das sehen wir allein schon wenn wir ja hochschultätigkeit was das zeitmanagement betrifft vergleichen mit sagen wir immer noch ähm, von acht bis vier Arbeit im eher körperbasierten äh, Bereich äh, schlecht bezahlter Lohntätigkeit. Also Ungleichheit, ungleiche Verteilung von Chancen, ähm, private und sagen wir ähm, wirtschaftliche zum Beispiel oder organisationale, nicht nur wirtschaftliche, das betrifft auch die Verwaltung und die Politik, ja, die Administration und organisationale, ähm, funktionale Erfordernisse oder aber Bedürfnisse auf einen Nenner zu bringen. Es kann aber sein, dass die Etwa im Zusammenhang mit der Subjektivierung der Arbeit diskutierten Entwicklungen oder auch im Zusammenhang mit der an den, auf den Konsumenten individueller zugeschnittenen ähm, äh, Form des Produktmanagements, ja, dass diese Form in, in einer gewissen Richtung zu, zu Umbauten führen, zu Rearrangements führen, die man vielleicht unter dem Stichwort der zunehmenden Dezentrierung einsetzen kann. Also die allgemeinen Mechanismen der Standardisierung, der Generalisierung, ja, der massenhaften Verbreitung tragen so ein bisschen ja auch noch den Charakter der ehemals fordistischen Welt, äh, Wirtschaftsweise, der Massenproduktion. Ähm, und die neuen Produkte, neuer technologischer Wandel haben unter Umständen das Potenzial in sich, dass das Verhältnis zwischen Erfindern, <laughs> Unternehmern, ähm, ähm, politischen Akteuren, die die, die, die die Schranken und die Hindernisse einreißen oder sogar die Einsetzung von Instrumentierungen durch gesetzgeberische Tätigkeiten äh, befördern. Dann Konsumenten haben dieses Arrangement, die neuen Technologien haben dieses Arrangement unter Umständen in Bewegung gebracht oder haben das Potenzial dazu äh, auch wieder nicht geplant, sondern als Nebenfolge ein dann doch anderes Arrangement äh, zwischen technischer Innovation, Technischer Produktion und technischer Rezeption oder Applikation auf den Plan zu rufen. In ganz allgemein oder abstrakt formuliert würde ich noch einmal Techniken als Gattung von allgemeinen Verfahren vielleicht versuchen zu beschreiben. Woraus dann folgt, dass ähm, für Techniken auf spezifische Weise gilt, was für Verfahrensweisen allgemein gilt, nämlich, dass sie Explikationen des Impliziten sind. Implizit heißt, ähm, aus der Vergangenheit im Sinne der Routinisierung, im Sinne des Trial and Error haben sich habitualisierte, für selbstverständlich genommene Handlungsroutinen, Handlungsweisen, Arbeitsweisen sedimentiert, etabliert, wenn diese dann äh, auf Regelformulierungen gebracht werden. Also Explikation ist wichtig für Technologie, das ist ein Punkt, der auch wirklich noch nicht behandelt wurde, weil die Technologie nicht nur darin besteht, etwas in Geräte zu packen, eine Tätigkeit zu optimieren, zu standardisieren, Maschinen zu bauen, sondern eben den Umweg über die explizite Notation der zugrunde liegenden äh, Regeln des Geschehens der natürlichen Ereignisabfolge von kausalen Zusammenhängen, chemischen Reaktionen, elektronischen ähm, Regelkreisläufen etc. Also das, das Explizieren dieser Zusammenhänge und gleichzeitig, zweitens das Explizieren der, der ähm, Bauweise von technischen Gerätschaften äh, impliziert. Also erst drück, bringe ich zum Ausdruck, was ich mache, dann äh, verwende ich den Ausdruck äh, als Gebot oder als Imperativ, was ich machen soll. Bei der Übertragung in einen anderen Kontext nimmt das eine völlig andere Gestalt an. Es wird übersetzt, wenn man so will, zur Forderung der Maschine oder der Gerätschaften an, die, an das ausführende Personal. Hier gehört Marx' Analyse der abstrakten Arbeit dazu. Der Arbeiter wird ein Teil der Maschine und nicht umgekehrt die Maschine ein Instrument des Arbeiters. Dieser Übergang hat, ist, steckt nochmal noch zu, in, in Zusammenhang mit dem zweiten Mechanismus, wenn man so will. Das ist der Mechanismus der Generalisierung und der Formatierung. Also, das ist. Durch die Form der Notation und dann durch die Form der Gerätschaften, also das betrifft auch moderne technologische Regime, also den, das Auto, das Flugzeug, die Kommunikationstechnologien, durch diese Form, die jetzt aus, wiederum aus Gründen der Produzierbarkeit und aus Gründen der Kalkulierbarkeit des technologischen Regimes, jetzt im Sinne, bin ich wieder bei der Ökonomie, ohne die geht es aber auch nicht, also eine standardisierte Form hat wird daraus jetzt quasi eine Vorschrift an fremde Kontexte, an ganz andere Praktiken so und nicht anders zu arbeiten und zu leben. Also die generalisierte Form nötig dazu in Anwendungskontexten zu verdinglichen, zu subsumieren. Es gibt zwei Möglichkeiten und dann natürlich noch verschiedene Mischungen zwischen diesen Möglichkeiten. Es werden die üblichen privilegierten, ressourcenstarken Entrepreneure und Akteure sein. Also finanzstarke, teilweise auch artifiziell über den Finanzkapitalismus, der von Produkt- und Arbeitsmärkten abgekoppelt Vermögen hin und her schiebt, artifiziell ressourcenstarke Entrepreneure sein. Es werden, wenn man jetzt in der politischen Szenerie sich umschaut, vor allem in den Teilen der Weltgesellschaft, in den Regionen der Weltgesellschaft, wo die Entkopplung von Politik und Wirtschaft eine andere Form oder weniger stark ausgeprägt, ist, eine andere Form hat oder weniger stark ausgeprägt ist, es werden die wachsenden Schwellenländer, also die Regierung Chinas meistens und die Administration Chinas wird ein wichtiger Akteur auf dieser Seite sein. Andere Möglichkeit, das wäre das Stichwort der dezentrierenden Folgen von neuen Technologien, die vielleicht wirklich eine andere Generation gegenüber fordistischen Produktionsweisen, Massenproduktionsweisen der frühen und der zweiten Industrialisierung darstellen. Andere Form ist es durch die Dezentralisierung von Technologien, die Möglichkeiten auch der der Kontraapplikation, also der gegensinnigen Anwendung von Technologien, Kommunikationstechnologien, Technologien im Sinne jetzt wieder Judith Butlers, die die Stütze für nur noch schwer organisierbare ähm, politische Aktivität bilden können. Flash-Mobs, die vielleicht durch Erweiterungen dieser Technologien äh, ihren ephemeren Charakter mehr und mehr abstreifen können. Man muss jetzt nicht über die berühmte Multitude fantasieren, aber das, also, auch im Bereich des, des normalen Konsumenten und des, des Endverbrauchers, also vielleicht auch durch, unbeabsichtigt beinahe, ja, durch, durch technologische Instrumentierungen des Alltagslebens, nicht nur weitere Spielräume der Selbstwirksamkeit, sondern auch reflexiv Erfahrungen mit dieser Selbstwirksamkeit kumulieren zu einer, einer verstärkten Neigung, das Interesse an Selbstbestimmung zu artikulieren, auch im Umgang mit Technologie, auch was die Entscheidung äh, über verschiedene technologische äh, Optionen betrifft, also wie Stichwort dezentrale Energiebewirtschaftung oder so etwas. Das ist beides möglich und verschiedene Mischungsverhältnisse sind auch möglich. Und meine Vermutung wäre, dass äh, ein Prädiktor über die, der, der Sch Schlussfolgerungen oder vielleicht sogar Hypothesen, in der Richtung zulässt, welche dieser Ausprägungen jetzt die größeren Wahrscheinlichkeiten hat. Ein Prädiktor sind die Spezifika der politischen Ordnung von Regionen der Weltgesellschaft. Also es sind die äh, es sind die Regionen haben ein Prä, was die Wahrscheinlichkeit auf jene Dezent unter dem Stichwort der Dezentralisierung genannten Entwicklungen angeht, ein Prä, was diese Entwicklungen angeht, eine höhere Wahrscheinlichkeit. Es sind solche Ordnungen, in denen ja in einem guten alten Sinne zivilgesellschaftliche Strukturen im Verhältnis zwischen Ökonomie, Politik, politische Administration und Wissenschaft, zivilgesellschaftliche Strukturen, die dazwischen stehen, eine relativ starke Ausprägung noch haben, behalten oder bekommen können. Also den meisten Akteuren sind ihre Einflussmöglichkeiten bekannt und sie sind, sie sind sozusagen ausanalysiert. Das hat was mit, mit Implementationsforschung zu tun, vielleicht auch politikwissenschaftliches Thema. Welche Policies muss wer machen, äh, um das und das zu erreichen? Ich würde vielleicht nur eines nennen an dieser Stelle, weil es vielleicht ein Spezifikum der Perspektive, für die ich werbe, darstellen könnte. Ironischer oder paradoxerweise, aber nur scheinbar paradoxerweise, wäre wahrscheinlich ein äh, unterschätzter, aber meines Erachtens äh, gehaltvoller. Zugang oder eine Voraussetzung dafür, Gestaltungsmacht ja, zu erreichen, die scheinbar erstmal defensive Strategie, sich zurückzunehmen aus Interdependenzen und Orte, Tätigkeiten und Personen des Autonomen, des Autonomen, des Zweckbefreiten Variierens zu schaffen.